Mehr Rätsel jetzt. Also, ich kann mir nicht erklären, wo wir jetzt da in die Luft gegangen sind. Es war ja jetzt auch keiner in der Nähe, der Na? geschossen hätte. Du hast ja selber gesehen, ich war ja bei dir. Haben wir denn jetzt? Hä? Und das für düsteres Setting hier? Okay. Und wo ist das Schiff? Schaut aus, als ob da ein Krieg gegeben hätte. Wahrscheinlich irgendein PvP-Gebiet. Oh, Goldhoarders. Okay, da lebt noch Leid. Ja, gut gemacht. Einladen schaut's nicht aus. Na. Mal auf Karten schauen, wo wir jetzt da sind. Wahrscheinlich am Arsch der Welt. Naja, es geht. Geht schon. Aber wenigstens haben wir ein neues Schiff. Ja. So. Wie schaut's mit dem Vorrat aus? 15 Holz. 8 Bananen. Ja, gut, das muss fürs Erste reichen. Dann haue ich schon mal einen Anker wieder rein. Das ist mir ein bisschen suspekt. Hä? Wo müsste man hin? Backbord, Sideboard, Ich bin unschlüssig, Erinnerungen. Sitox Rest probieren wir mal. Schauen wir mal, wo das. Ah ja, das ist gar nicht so weit weg schon, ja. Südwesten. Gut. So, kann man mal meinen Kaffee einlassen jetzt. Also jetzt geht mir jetzt nicht in den Kopf rein. Ja, keine Ahnung. Na, ich schau schon. Mach da du den Kaffee. Vielleicht Korrosion am Fass.
Oh, haben wir wieder da. Na dann. Ja, haben wir eh schon da. Der für die kleine Insel da sein links, oder? Ja. Ja, ist ja doch recht schnell gegangen. Gut, dass wir versenkt worden haben. Hätten wir vielleicht länger mal wohnen müssen, sonst. Wie gesagt, ich möchte gerne wissen, was das war. Ja. So, gut, ich geh. Du schaust schnell, ich geh schnell, Pippi. Und schon irgendwas gefunden? Ja, ein Boss-Captain. Ja, ich komm schon. Befehle des Captains, ja, das hört sich nicht schlecht an. Naja, das haben wir schon mal gehabt. Bloß wieder so ein Nebenauftrag. Ja, stimmt. Da, wenn er langweilig ist, kannst du wieder ein Schiff zurückfahren. Na ja, hat auch Kanonen dran. Hat sogar ein bisschen was dabei. Was er brauchen könnten. Hier unser neues, nicht beschädigtes Schiff. Aha. Noch. Wie ist, wo gerät man jetzt da? Fürs Schiff hinten, du musst hinten am Popo, glaube ich, steht der Coaster Schirm. Nein, ich hab gefragt, wo man hier graben soll. Ach so. Da steht bloß im feuchten Sand. Toll. Aber ich glaube, da wird auch die ganze Insel aufbuddelt. Weiß ich gar nicht mehr. Schauen wir gleich nochmal, also. Irgend so ein Schädel. Warten. Ja, da haben sie diese Truhe gefunden. Achso, die haben sie wahrscheinlich mitgenommen dann. Na, ich schaue mir, ob überall da, wo es da irgendwie ein bisschen verdächtig ist.
Anhänger gefunden, ja genau. Jetzt warte mal. Das Bild ist halt nicht unbedingt besorgend. Muss ich erst einmal x Seiten nach vorn gehen. Was ist schon das? Sitox Rest. Bei Hilfe eines Anhängers. Bild. Nichts, nichts sorgend. Leichte Erhöhung. Was ist das überhaupt dies? Ich hätte das mal doch richtig sein. Ja, es ist nicht so leicht zum Songen. Magst du ja selber gerne ins Buch schauen? Direkt ins Buch oder? Ja, das ist ein Missionsbuch halt. Da unsere erste Beute oder was? Na, ganz hinten. Die letzten Seiten, die haben wir erst neu dazu gekriegt, wo wir die Truhe gefunden haben. Das ist meine letzte Seite, unsere erste Beute. Hä? Warte mal. Im Birchel. Also unsere erste Beute. Oliv, ich weiß, dass du uns die Beute für Captain Quickshot gegeben hast, aber ich habe dir nie die ganze Geschichte erzählt. Mehr weiter kann ich nicht gehen. So, sechst du den Rest gar nicht? Nein. Das ist bloß eine Wegbeschreibung, aber leider steht da kein Name von einer Insel. Nein, also mehr sehe ich nicht. Und eine Seite weiter vorn. An diesem Tag fahren wir unsere Anhänger. Genau, wenn du jetzt dann weiter vorblätterst. Unsere Erinnerungen. Seite wir Tag 56. Da haben sie die Anhänger gefunden. Sitox Rest, genau. Jetzt hätte ich mal das Bild da. An diesem Tag fanden wir unsere Anhänger, haben sie. Das ist. Boah, ich weiß natürlich auch nicht sicher. Gut, wenn ich ehrlich bin, ich hab da nicht einmal ein Beutel. Achso. Die Beutel, wo die zwei draufstehen, dort stehen. Achso, wenn du jetzt noch weiter gehst, an diesem Tag fanden. Hast du irgendwelche Palmen? Hä? Irgendeine Gewürzdose habe ich gefunden.
Forge Gewürzdose. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwas mit der Story zum Tor hat. Aber die Stelle kann passen, dass da gestanden hat. Ich will aber nichts machen. Nur aufnehmen. Stell passt, glaube ich, ja. Hm. Vielleicht war das schon ein Erinnerungsstück. Ja. Ich dachte da so lachen, wenn es das wirklich gewesen wäre. Ich hab absolut nicht nachgeschaut. Null. Ich hab einfach aus dem Nichts aus einfach gedacht so, ja, jetzt grabst du einmal. Ich hab, weiß ja da nicht irgendeine Gewürzdose, sondern Georges Gewürzdose. Warte mal, der Typ war doch George, oder? Sag bitte nicht ja. Hoch, dann war's George. Na, oder? Ja. Jetzt der Ernst. Ja. Ich schwöre auf alles, ich hab wirklich nicht nachgeschaut. Ich hab einfach aus der Lust heraus hab ich einfach das Grommo gefangen. Das gibt's ja nicht. Wo ist er denn? Haben wir denn unsere Gewürzdosen? Ah, wo ist denn? Wo ist denn? Ich hab ja nicht oben hingestellt, soweit ich weiß. Achso, da, Kästchen mit Gewürzen. Genau. Ja, und nu? Die Frage. Haben wir schon mit Gewürze? Immerhin, ja. Schauen wir mal. Ja, und dann? Frage, ich wollte gerade sagen, Frage ist, ob wir das überhaupt in der richtigen Reihenfolge finden. Dass vielleicht da die Gewürzdosen erst auf der dritten oder zweiten oder vierten stecken. Schlage jetzt vor, dass wir zum Lone Cove fahren. Wenn ihr ihn findet. Ja. Ah, da. Nordosten. Ja, ich drehe schon mal jetzt ein Ruder hin. Ach, das ist ein blöde Ding, eine Festung. Drehen wir in die andere Richtung, oder? Ja, wohl, die sind nicht so schlecht. Lone Cove, da gibt's angeblich Geheimnisse. Schauen wir mal. Ja, Gewürzdose haben wir schon mal gefunden, wieder mal. Warum war das jetzt mal so, oder wie? Ja. Also, ich glaub schon. Können wir aber schon gescheit nach da rein. Ja, ist das auch ein Raid oder was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall zielt schlecht. Wollte ich gerade sagen, schlecht zielt er. Er war jetzt nicht schlecht. Ich hab irgendwie Holzsplittern gehört bloß. Nö, alles sauber. Wir fahren mit dem Ast zusammenbringen hier. Naja, jedenfalls. Captain Quentin Quickshot auf Lone Cove gesehen. Suche nach Wissen in uralten Knochen, enthüllt Geheimnisse. Ja, da bin ich gespannt. Mal schauen. Vielleicht ist das die Insel, wo man dann ganz hinten die Wegbeschreibung hat. Ja,
Wir werden sehen. Ja, das ist auch die Rede von Beute von für Captain Quickshot. Ja, Geschwindigkeit passt. Schneig nur drum zusammen. Ja, haben wir halt noch ein bisschen hin. Ganz dezent. Ja. Jetzt haben wir die Gewürzdose zu früh gefunden. Schon möglich. Ich kann mich bloß noch ganz vage erinnern. Also irgendwas mit Gewürzdose war. Wir haben aber auch noch andere Sachen gefunden. Ich weiß das nicht mehr so genau. Keine Ahnung. Ich weiß bloß nicht, dass wir die Quest einmal angefangen gehabt haben. Verzweifelt sind, ja. Und ein paar Inseln haben wir gleich wieder bekannt vorgekommen, ja. Bei der nächsten Insel sollten wir Proviant einsammeln. Mhm. Wir haben bloß noch 8 Bananen. Obi. Aber ich glaube, ich habe noch ein wenig Epsen in der Tasche. Ja, gut. 5 Bananen nochmal. Ja, viel Teufel. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Bisschen Fahrwerk habe ich wieder dabei. Das Wichtigste, gell? Ist schon zweit, oder? Na, das ist der Sanctuary Außenposten. Ja, aber da liegt was. Oh! Na, da drauf hab ich jetzt Gold aufpasst. Weiß ich schon. Feuerwerk und so. Ja. Oh, das ist wieder so ein Stab. Wenn's so einer ist, wieder. Ja, den nehmen wir ja gleich mit. Ja, ist so einer. Das nützert. Achso, das ist die. No. Ob der unser Schiff auch beschädigt? Mhm. Probier's nur aus. Na. Was ist denn da noch rumgelegt? 2 Schädel wahrscheinlich, oder? Ja, 1 Schädel habe ich, ja. Na gut, ich hab den Stab. Nehmen wir den 2. Schädel noch mit, oder? So, warum haben wir jetzt Punkte gekriegt? Nein, eigentlich nicht. Ich hab bloß, bin gerade eine Stufe aufgestiegen wieder. Na, ich nicht. Ja, ich schau noch mal hin. Wenn ich durch den Wellengang was sieg. Ich höre mich oben, wenn jetzt ein Hund schwimmt. Oh, wir haben Feuerwerk. Ah, das Wichtigste. Ich glaube, wir sind bei unserer alten Stelle. Weil eine dekorative Kiste. Ich glaube, wir sind da wieder, wo wir untergegangen sind. Aber ihr wollt den Stab hätten sie uns geklaut. Stimmt auch wieder.
Weil der war weg. Ja, dann war es immer anders. Vielleicht sind er nie untergegangen. Ja, vielleicht. Dass man falsch nachliegt. Vielleicht so zwei kleine Schiffe oder was? Ja. Der Mizi passt es nicht. Nein, drum hör jetzt auf. Mizi hat jetzt auch ein Kostüm, hast du schon gesehen? Ah, nein. Ja, das geht ja. Ja. Schau ein bisschen aus als Härchen. Kleiner Hut. Kleiner Mantel. Nein. Du, ich sag dir eins schon, ja? Ich hab die Raketen schon in Position. Du weißt, wo die hingeht, gell? Ja, du weißt, wo die hingeht. Ich hab bloß ins Bett drum. Ja, das war dein Glück. Schuss, dass du hinterher bist. Ja, und mein Mizi vergeht sich bloß einer. Aha, und wie? Genau. Und streicheln. Mhm. Streicheln lassen. Denkst du wieder, hä? 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 Ha! Wo ist mein Stopp her? Oh, Entschuldigung. Ja, da, das kommt davor. Oh. Mhm. Buch raus wieder. Ja, das darf ein Insel sein. Laut Markierung. Oh, Lone Cove, passt schon. Ob es die richtige Insel war, weiß ich nicht. Ausschmeißen? Na. Oh, in Oma da. Das ist ein Tief, jetzt kommen wir an, ganz schön her. Ich glaube, der wird mittlerweile super. Ich probiere mal den Stab aus beim Kämpfen. Ach, da waren wir noch gar nicht. Ich hab's gar nicht erwartet. Und da steht jemand. Wer bist denn du? Deadshot Charlotte. I'm watching you. Halt mal ja hier, oder nicht? Deadshot. Nein. Sag einmal. I'll see you again, before you see me. Aha. Doch, die kenne ich. Ja, kenne. Kann schon sein. Warum ist der Dreizack da? Weil ich gerade schaue, was in die Fassel drin ist. Deadshot Charlotte, die kenne ich noch, weil da genau, da ist dann das eine komische Ding da. Und da sind wir Ewigkeiten umeinander gelaufen, weil wir nicht gewusst haben, was wir da müssen. Ja, ich kann mich an die Ort auch erinnern, Dunkel. Wo ist jetzt den Stab hin? Der liegt da an der Küste. Na, da liegt er gut. Jetzt sind wir nämlich an dem Punkt, wo wir fast verzweifelt warten. Weil wir es nicht gecheckt haben. Gut, dann bist du jetzt bestimmt schlauer als damals.
oder? Weil da sind wir x-mal hin und her gelaufen. Aber ich weiß nicht mehr, was wir dann gemacht haben.